Und herzlich willkommen. Hustenfrei, rauchfrei und planfrei. Also ich habe keinen Plan, was ich hier gerade mache. Denn ich habe jetzt wieder eine Woche hier nicht gezockt. Ich nehme ja am Stück, ja nicht ganz am Stück, aber eine Stunde nehme ich auf. Und ich weiß nicht, was dieser Ruckler zu bedeuten hatte. Aber gut. Ich habe mir auch nichts Besonderes gerade geplant. Ja, heute habe ich glaube die letzte Folge, die ich noch auf Vorrat hatte, hochgeladen. Und dann heißt es wohl wieder ein bisschen arbeiten hier in der Welt. Denn ja, sonst wäre es ja verdammt langweilig hier. Und bis wir wieder was Neues bauen, müssen wir natürlich ja hier den Hügel bearbeiten und dann schaue ich mal, ob wir es ist so lustig, dass wir Monster einschalten, sind wir jetzt gerade noch nicht. Ich schnapp mir jetzt 2, 3, 4, 5 Stacks Erde, so dürfte jetzt für einen Anfang reichen. Schäufelchen, ja gut, das ist neu. Ja, nee, wir brauchen nichts Neues dazu. Texture Pack immer noch dasselbe. Ich will es jetzt auch nicht jedes Mal ändern. Es bleibt jetzt auch eine gute Zeit lang. Sorry, wenn die Soundqualität ein bisschen schlechter ist oder ein gutes bisschen schlechter ist als auf dem PC. Seid überhaupt froh, dass das Spiel sauber läuft. Und um auf das Thema jetzt zu kommen. Also ich lese ab und zu mal so im App Store, in den Rezensionen so zu dem Spiel. Unter anderem, weil es, wann das Update kommt und so. Und ich habe jetzt immer noch keine genauen Erkenntnisse. Irgendwann im November und näher weiß ich es jetzt auch noch nicht. Aber viele meckern jetzt schon rum, obwohl die Version 0.4.0 eigentlich schon verdammt gut ist. Wollen die jetzt unbedingt Nether, Pigman, Glowstone? Glowstone will ich ehrlich gesagt ja auch, ne? Kann man schöne Laternen mitmachen. Aber ich bin nicht so dränglerisch in der Sache, weil spätestens ab heute oder so. Weil so ein Spiel wie Minecraft zu programmieren, kann ich mir jetzt persönlich gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt mal versucht, also wir haben neue Taschenrechner in der Schule bekommen, oder die anderen auf jeden Fall. GTRs und ich hatte noch meinen alten. Und der funktioniert eigentlich recht sauber. Bloß das Problem, auf dem habe ich keine Spiele drauf. Ne? Folglich habe ich gedacht, ja komm, suchst du mal programmierfähige Teil. Und einer aus deiner alten Klasse hat es, glaube ich, hinbekommen oder was weiß ich was. Oder hat es einfach wenigstens verzählt, Tetris drauf zu machen. Drauf zu programmieren. Ich habe es jetzt bisher noch nirgends gefunden, aber ich habe da so eine tolle Seite gefunden und jetzt machen wir auch Tetris, Taschenrechner-Let's Plays, ne? Nein, natürlich nicht. So ein Niveau will ich jetzt auch nicht anschlagen, weil Pocket Edition-Let's Plays kommen auch schon scheiße an. Darum mache ich ja auch nur Minecraft, weil am PC her habe ich jetzt was anderes vor und iPod ist praktischer hier, naja. Ich mag den iPod eigentlich auch, also die Version. Es gibt ja auch einen anderen Let's Player, habe ich ja letztes Mal in die Comments geschrieben, der ist an sich nicht schlecht, nur der hat halt, ja, einfach nicht die nötige Hardware, Software, was weiß ich was, da er keinen Jailbreak hat, aber den könnt ihr gerne auch abonnieren, also ich habe nichts dagegen, ich mag Pocket Edition Let's Plays auch nicht gerade so besonders leiden, ne? Also selber werde ich die nicht wirklich oft Let's Playen, also das hier wird wahrscheinlich das einzigste sein. Und ich habe mir einfach gedacht, nee, komm, machst du die drauf. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut bei dem Typ, der das Ganze gemacht hat. Hat er recht gut hinbekommen. Also mir gefallen die Spiele. Ich habe die selber drauf tippen müssen. Und das ist eigentlich genau das, was Mojang mit Minecraft macht. Die übersetzen das sozusagen ein bisschen für die Pocket Edition. Viel müssen sie ja nicht ändern. Sie müssen eigentlich nur die Sprache wechseln. Beziehungsweise das Ganze abtippen. Ja, okay, in einer anderen Sprache. Ist ja vielleicht auch nicht so schwer jetzt unbedingt. Aber allein das Abtippen, verdammt. Wenn ich habe jetzt Tic-Tac-Toe abgetippt. Und das, also, also vielleicht kennt das Spiel ja einer, ne? Spielt man ja öfters sogar im Bus, wenn die Scheiben mal, vor allem im Winter ganz besonders gut, wenn die Fahrt ein bisschen länger dauert, die Scheiben
Boah, wer ist denn das? Egal. Auf den Scheiben Wasser kondensiert und so. Und dann nimmt man zwei Finger, zack, zack. Und spielt Tic-Tac-Toe mit X und 0. Und das versuchen wir halt zu programmieren, ne? Ich gehe, glaube ich, jetzt endgültig auf Du über, ne? Versuch das mal zu programmieren. Schnapp dir einen Taschenrechner. Ich schätze mal, du hast jetzt auf jeden Fall mal so ein Ding. Ein GTR. Wenn nicht, dann wird es so langsam Zeit, weil. Ja. Sagen wir es mal so. Also, PC kann ich ja niemandem hier. Irgendwas, ja. Aber Taschenrechner, schnapp dir deinen. Und ich. Also, den Link kann ich gern runter posten. Das ist für mich nicht schwer. Und dann tipp das mal ein. Und dann beschwer dich noch, dass Mojang so lange braucht, um so ein Riesenspiel abzutippen. Ne? Plus, das Ganze hat hier auch eine recht gute Auflösung. Ich habe es mal auf meinem Smart TV HD in HD angeschaut. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Gleich haben nur 720p. Vor allem durch das Spiel habe ich in dem Spiel habe ich überhaupt keine 720p. Da habe ich glaube 480p. Aber damit bin ich auch glücklich, denn durchs Rendern wird es glaube HD. Aber mein iPod hat eigentlich schon HD-Auflösung. Also kurz, wer ist denn die 1618? Nee, 1609. Und das musst du dir vorstellen. Farbenfroh ist das Spiel. Plus, das Spiel hier hat verdammt viele Pixel und das ist einfach viel mehr Aufwand als so ein billiges kleines Tic-Tac-Toe-Spiel. Und dann beschweren sich einige Leute einfach immer und immer weiter. Man sagt, es ist nicht leicht. Und trotzdem, nö, macht schneller, auf geht's, Mojang, ne? Sonst 5 Euro Ding dann nicht wert. Also, ich glaube, die Arbeit ist es mehr als wert, ne? Wenn man es selber versucht, dann ist man immer ganz anderer Meinung. Das ist immer so. Der Beweis ist nicht nur hier. Ne? So, dann schaue ich mal, was machen wir denn hier? Wir begradigen sozusagen jetzt gerade den Hügel. Silent Hill natürlich, ne? Zocken wir sogar irgendwann mal. Bloß ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Dieses Jahr zocken wir. Dieses Schuljahr werde ich nur Need for Speed zocken. 16 Schaufeln, verdammt. Na gut, ich habe auch verdammt viel Arbeit und die kann auch schön in die Kisten verstauen. Dann schauen wir mal, wo wir das Häuschen vielleicht beginnen anzulegen. Und ich glaube, ja, bevor ich jetzt pennen gehe, ratze ich hier nochmal das Zuckerrohrzeugs weg. Nee, wir bauen hier keine Maschine. Gronkh baut ja gerade eine Maschine. Scheiß Nachmacher, ne? Mal schaut sich ja sicher meine Videos an und macht alles nach. Ich habe ja jetzt auch in der Nicht-Pocket Edition so ein Teil begonnen und ja. Jo. Damit hätten wir 12 Bambus. Am Bambusstock. Mal Bambusstock. Aber lass mir bitte meinen Bambusstock. Jo. Dann glaube ich, packe ich das Ganze mal weg. Oder Gärtner ab. Ach, kommt drauf. Scheiß drauf. Ich werde das ganze Zeug irgendwann mal offscreen sortieren, weil onscreen bockt sich das überhaupt nicht. Kann ich dazu nur sagen, boah, ich habe mich verdammt auf das Spiel gefreut. Ich glaube, boah, wie lange habe ich. Ich habe es jetzt nur eine Woche nicht. Nee, fast eine knappe Woche nicht gezockt. Ich habe überhaupt Minecraft nicht in die Hand genommen und ich habe das Spiel auch nicht wirklich vermisst, aber es ist cool, das Spiel. Also mir gefällt Minecraft ever. Vielleicht habe ich es auch jetzt eine Zeit lang. Vielleicht werdet ihr das Ganze jetzt ein bisschen weniger ansehen oder allgemein Minecraft weniger mögen, ne? Nachdem Schweden Deutschland bei der Scheißleistung, ne? Scheißleistungsverhältnis, ne? Gut. Aber Mojang kann ja nichts dafür, ne? Nee, Mojang hat gesagt, nee, ihr dürft kein Minecraft mehr spielen, ne? Wäre witzig, wenn sich sowas herausstellen würde. Also ich habe mir schon so eine Art Plan angelegt, wie was ich hier bauen möchte. Ich kann ja auf euer Zeug immer noch reagieren, denn ich habe gedacht, komm, machst du was ganz Besonderes. Du machst einerseits eine Burg, ist ja nichts Besonderes, aber das Besondere daran ist, einerseits die wird Türme haben und andererseits, ich muss mir jetzt hier irgendwo eine markante Stelle reinhauen,
Da in etwa wird so ein kleiner Keller entstehen und dann wird da so ein Gang runter, weil wahrscheinlich wird hier dann die Burg stehen. Da Felder, 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 Pul Wälder, Felder, Wälder, Felder, Felder, Wälder und so weiter. Hier ein Bauernhof wird hier ein Bauernhof stehen. Dann kann man hier von der Burg unterirdisch schön gut beleuchtet rübergehen. Und von hier oben wird man schön mit Bogen und Pfeil COD-like. Also ich mache es hier hoffentlich ein bisschen besser als in Scheiße, Tribes, da ist es nie so geil gelaufen. Aber gut, die haben es ja auch extra so vereinbart und ja, habe ich so in der Schule jetzt mitbekommen. Ne? Fiese Klassenkameraden, fiese, sehr fiese. Ja. Zeit, ja, Zeitdruck habe ich jetzt eh nicht. Ich habe eh noch, also ich, bis wann, ja gut, also, okay, nur kurz, Disp Recorder wäre mein Tod. Als Let's Player schon Display Recorder leckt gerade ein klein bisschen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ja, ich habe meinen Apple auch schon lange nicht mehr respringt. Abratzen tut er jetzt gerade nicht. Darum bin ich auch fröhlich, so fröhlich. So, die nächsten Schäufelchen kommen dran. Zum Glück habe ich 16 davon mitgenommen. Also kann nichts schief gehen. Erde werden wir mehr als genug haben. Erdprobleme hat man in Minecraft nie. Genauso wie Kobbelprobleme, die hat man auch nie. Und hoffentlich haben wir irgendwann mal auch genug Erze, sodass wir nie Erzprobleme haben werden. Außer mit unseren Erzfeinden wie Zombies und so weiter. Weil die kommen ab circa Folge 100, wenn ich den ba Bauernhof plus Zeugs da angelegt habe. Wobei ich mir ehrlich gesagt so langsam mal, also sobald ich alle Bäume dorthin gefällt habe, werde ich. Wahrscheinlich dann den Hügel abtragen oder so. Oder vielleicht lasse ich den Hügel auch. Schadet ja eh nicht wirklich. Und dann mache ich dort wirklich kultivierte Wälder, so dass man durchgehen kann und so dass die schön beleuchtet sind und so dass da kaum Zombies und so Zeugs da sind, ne? Weil Zombies, ich mag die Viecher nicht. Ich will die einschalten. Bloß das Problem wird, ich werde weder Creeper noch Zombies noch sonst was hören und wenn ihr unbedingt mal den Sound hören wollt, eine Folge mit Disp Recorder könnte ich machen, weil es, aber nur kurz, also glaubt nicht, dass ich wirklich so verrückt war und mir das Ganze gekauft habe. Das ist, eins der wenigen Programme, oder? Überhaupt glaubt es, nee? Nee, fast. Aber das ist eins der zwei Programme, das ich gezogen habe, weil die Dinger waren mir dann doch ein klein bisschen zu teuer für das können, was die haben. Weil ich sag ja, also für die zwei Sachen kann man keine über 79 Cent verlangen. Ja, also hätte es 79 Cent gekostet, hätte ich es mir vielleicht sogar gegönnt. Ja, ein bisschen Geld zu verschwenden. Naja, gut, also schauen wir mal weiter, 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 weiter. Irgendein Thema müsste ich jetzt mal anschlagen. Schaue ich später mal nach. Ich müsste mal ein Büchlein holen. Da stehen nämlich ein paar Themen drin. Und die Kollegas, die. Ja. Stimmt, bei dem war ich, genau, bei Tribes. Ja, die haben es auch abgesprochen mit. Uah, nicht nur untereinander, sondern auch noch mit ein paar anderen. Ne? Und dann, ja. Soweit ich jetzt verstanden habe, irgendwie. Auf jeden Fall mit dem Bruder was abgesprochen. Ja, in Minecraft kommt aber niemand wieder rein. Also in Pocket Edition kommt mir niemand in die Quere, weil Pocket Edition gleich meins. Und Minecraft auf dem PC habe ich keine Möglichkeit, einen Server einzustellen. Irgendwie gerade oder bin zu doof dazu oder kann es mit meinem PC auch nicht laufen lassen. Irgendwie wegen Sicherheitszeugs da, ne? Boah, mein Magen grummelt, ich habe Hunger. Also ausnahmsweise bin ich am Freitags am Let's Playen. Ich hatte heute keine Mittagsschule, wie schon alle 3 Wochen zuvor. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bist du mal so fröhlich und let's playste am Freitag. Und jetzt grummelt mir der Magen, weil es ist abends und ich habe bisher mittags das letzte Mal gegessen, verdammt. Na gut, okay. Hungry. Vielleicht so ein paar, was weiß ich. Nee, was war da irgendwie bei Gronkh und Ding?
Oh, weiß ich auch nicht mehr. Muss ich mal wieder irgendwie anschauen, was von Gronkh. 800, der hat er ja. Soweit will ich hier jetzt in dem Spiel nicht hinaus. Weil mir reichen davon auch, ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube mit an die 500 bis 600 wird es 100 pro reichen. Weil mehr brauche ich in dem Spiel wirklich nicht. So, ich glaube genug gehügelt. Den Rest, den kann man auch so belassen. Ich hoffe mal, ihr seht das auch so und sagt jetzt nicht Scheiß Schaufelverschwender. Sagt ihr euch sicher, sagt ihr sicher eh. Ich kenne euch doch. Ja. Dann schnappen wir, also Schaufeln werden wir eh nie genug haben. Ah nein, das ist Holz auch. Die Kisten und immer schön irgendwas Grünes obendrauf und immer schön quietsch, 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 Mister Busfahrer. Mit den scheiß Bremsen. Boah, ich frage mich mal, ob man das hört. Weil das ist für mich allein schon nervig. Weil manche Sachen hört ihr ja gar nicht. Also ich, mich nerven die abartig und ihr, was meint denn der? Mit wem redet der? Fragezeichen? Fragezeichen? Ist er, was weiß ich was? Nein. Bin ich glücklicherweise nicht. Wir haben doch noch ein paar Stöckchen. Hab ich jetzt gedacht. Haben wir anscheinend nicht. Gut, dann machen wir uns ein paar Äxte. Ja, Thor braucht wieder ein paar Äxte. Mach ihm welche. Und dann gehen wir auf Baumfällen. Baumfällt. Gut, eigentlich Bäume fällen ist jetzt eigentlich nicht wirklich hier. Aber ja, sieht auch. Vor allem, wie der Baum in der Luft stecken bleibt, das habe ich mich immer gefragt. Wie geht das? Wie geht das? Ne? Ja, noch eine Axt und den Rest, den machen wir irgendwie zu Fackeln oder so. Boah, ich frage mich, ob man meinen Magen grummeln hört, weil ich glaube so langsam wirklich, dass man das auch im Let's Play hören kann, aber verdammt laut. Ach, Mann. Draußen ist es schon dunkel, also so schnell wird es schon dunkel. Fail. Wir stehen hier auf dem Werktisch, kloppen uns schön auf die Zehen. So was. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, wo ich das hintun kann. Das Gewächs tue ich mal offscreen, weil onscreen ist das unmöglich. Und schon wieder Nacht. Ich fühle mich jetzt wirklich wie im Real Life, verdammt. Wach, Schule, Nacht. Wach, ein bisschen was machen, Nacht. Wach, ein bisschen was machen, Nacht. Zum Kotzen, verdammt. Schule ist nicht zum Kotzen, Schule ist geil. Also bei mir, vor allem die Woche war richtig nice. Warum hängen da immer noch Blätter? Jetzt sind schon 10 Tage vergangen, die hängen immer noch. Ich hoffe mal, ich habe alles da gefällt, aber nee, den Hügel, den trage ich nicht ab. Da bin ich mir zu schade. Aber ich trage diese Fichten da ab. Doch Fichten sind's, Tannen sind kleiner. Scheiße, ein Baumschüler. Nee, das wäre mir auch zu scheiße, den ganzen Tag so darzustellen, stehen, ne? Wie ein Baum. Lalalala. Ach komm. Gut, dann gehen wir mal in Schweden auf Fichtenjagd. Nicht nur auf Ikea-Jagd, Ikea-Schnäppchenjagd, sondern auf Fichtenjagd. Und auf Elchjagd. Nee, nee, halt, Elchjagd ist Kanada. Da will ich nicht hin. Da ist nur Blackberry. Verdammt, wer will schon Blackberry? Sagt nicht, ihr habt ein Blackberry. Ihr wollt mich nicht zum Feind böse sehen, ne? Ach ja, ach ja, ach ja. 55 Fackeln. Nice, nice, nice. So, schlagen wir den Rest eigentlich. Ja, doch, doch, wäre ratsam, weil das sind ziemlich hohe Bäume, bringen recht viel Holz, also wird es auch hinhauen. Gleich bin ich am Cutten, verdammt.